Dank. Irgendwann gibt es dafür mal einen Grimme-Preis, ich bin mir ganz sicher. Sie stehen auf Tabellenplatz 5, wollen aber ganz nach oben, Sachsen-Leipzig. Und für ganz nach oben, da müssen Siege her, gerade eben, wenn Eilenburg jetzt wieder gewonnen hat. Und für diese Siege wurde Christian Reimann in der Winterpause verpflichtet bei den Leutschern. Und er hat gleich mit 2 Toren am vergangenen Wochenende gezeigt, dass er wirklich jeden Euro wert ist. Heute soll er wieder treffen, zu Hause gegen Tabellennachbar Meuselwitz. Aber Achtung, auch die Thüringer haben einen neuen Mann geholt, der Tore schießen kann, wie Eik Galay weiß. Robert Skanevin kam von Dynamo Dresden und traf nach seiner Einwechslung gegen Chemnitz sofort. Heute zum ersten Mal von Beginn an dabei, erst Rechter Steven Sonnenberg gesperrt fehlte. Der FC Sachsen in Grün, 18 Minuten, nichts los. Dann Freistoß, Rakane. Rada mit dem Kopf, Reimann verpasst und Ferl, Daniel Ferl. Oliver Dix im Tor schimpft mit seiner Dreierkette, die hier den Leipzigern viel zu viel Platz ließ. Erst Reimann, dann Fern. Schon die 33. Minute, wenig Kombinationsfluss bis dahin. Aber plötzlich lief der Ball durch die Grünen rein. Ivanovic. Reimann lässt durch, Rakanel und Bosman klärt. Ede Geier, wir können uns keinen Punktverlust mehr leisten, erst recht nicht gegen Meuselwitz. 34. Minute, Ecke, Garbuszewski. Abgewehrt, Watzka mit dem Kopf. Watzka! Die Leipziger überlegen, eher noch auf der Bank, Carsten Oswald, erst 3 Wochen im Training nach Achillessehnenproblemen. Ecke, Rakanel, 36. Minute. Reimann, da war er selbst erschrocken, so frei steht der sonst nie im Strafraum. Knapp 6.000 im Zentralstadion. Die 39. Minute, noch nicht zu sehen vom Ex-Profi, von Rolf Christel Guimien. Dann kam er, Guimien, auf Watzka. Und nochmal Garbuszewski. Ulrich Oevermann, wenn andere im Aufstiegsrennen patzen, dann packen wir zu. Die 41. Minute, Ecke Meuselwitz, schnell ausgeführt von Hildebrandt. Und da ist der Kapitän. Riesenmöglichkeit, Schwarzig im Tor, verhindert das 1:0 für Meuselwitz. 0:0 zur Pause, zu wenig natürlich für sie. Das Spiel, es lief in der zweiten Hälfte schon eine Minute. Da kam Ede Geier. Er wird seiner Mannschaft klargemacht haben, dass ein Unentschieden heute wie eine Niederlage ist. 57. Minute. Rakanel beim Freistoß. Oliver Dix. Oevermann, er wurde jetzt lauter. Das Spiel, es nahm deutlich zu an Fahrt. Jetzt spürte jeder, es geht darum, die Aufstiegschance zu erhalten. 62. Minute. Garbuszewski und wieder Dix. Unordnung in der Meuselwitzer Defensive. Rolf Christel Guimien. Aber dann konnten sie irgendwie klären. Und wie hatte Oevermann gesagt, wenn sich die Chance bietet, zupacken. Da ist Robert Skanevin. Sein Ball, Milzo verpasst. Gemasaschwili. Irakli Gemasaschwili. Meuselwitz hatte die Riesenchancen. Nach Grossmann nun Gemasaschwili. Der direkte Gegenzug. Eine elektrisierende Phase in diesem Spiel. Reimann auf Guimien im Strafraum. Guimien, kommt da noch einer? Reimann! Christian Reimann, sie haben wieder einen Torjäger. Zweites Spiel, drittes Tor. Dieser Reimann, eine Quote wie einst Gerd Müller. Und das war alles andere als einfach. Enorm beweglich, dieser Reimann, den nagelt er in den Dachboden. Dann war es soweit für Carsten Oswald nach seiner Achillessehnenverletzung. Zurück nach 3 Monaten. Der FC Sachsen also mit frischer Kraft. Der ZFC Meuselwitz verlor seine bisher beste 83. Minute. Foul an Reimann von Grossmann und er hatte schon gelb gesehen. Schiri Matthias Klatte schickte ihn zurecht vom Platz. Knapp 2 Minuten später der eingewechselte Oswald auf den eingewechselten Bolze. Und wer steht da?
Na klar, Christian Reimann. Sein viertes Tor im zweiten Spiel. Was der anfasst, wird zu Gold. Der FC Sachsen siegt 2:0 gegen Meuselwitz. Uwe Grandl mit Christian Reimann. Christian, wieder zwei Tore. Wird Ihnen diese Torserie nicht langsam unheimlich? Nee, unheimlich nicht. Ich sag mal, ich habe heute wieder zwei gemacht und ja, ist ganz schön. So viel Bescheidenheit doch gar nicht nötig bei so vielen und so schönen Toren. Herrlicher Seitfallzieher, der FC Reimann bleibt drin im Aufstiegsrennen. Ja, vielen Dank, Algala. Jetzt